Ihr sucht eine Möglichkeit, immer frische Tauwürmer zu haben? Dann seid ihr heute richtig. Hallo, ich bin der Andi und ich erkläre euch heute, wie ich meine Tauwürmer häutere. Wenn ich ehrlich bin, ist es mir zu teuer, die im Angelgeräteladen zu kaufen, weil so 3,50 bis 4 Euro für 10 bis 12 Tauwürmer ist mir zu viel. Ich suche mir meine Tauwürmer lieber selber. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder Spielplätze oder der eigene Garten. Fußballplätze sind ein heißer Tipp. Es muss natürlich das Wetter passen, das heißt, der Boden muss feucht sein, am besten ist ein Regenguss. Und dann nach Einbruch der Dunkelheit, also ich würde mindestens eine Stunde warten, kann man darauf gehen, die Würmer liegen rum, man muss nur schnell sein und keine hektischen Bewegungen machen, weil die Würmer sind auch verdammt schnell. Aber probiert es einfach mal aus. Da kann man in einer guten Nacht locker mal 60 bis 100 Würmer, denke ich, finden. Die reichen dann wieder eine Weile, aber wie hebt man die auf? Das erkläre ich euch heute. Ihr braucht dazu eine Styroporbox. Theoretisch geht auch eine Plastikbox, eine Holzbox oder ähnliches. Ich bevorzuge allerdings die Styroporbox, weil sie zum einen Temperaturschwankungen ausgleicht und zum anderen nicht luftdicht schließt. Das hat den Vorteil, dass die Würmer nicht ersticken drin, weil immer ein bisschen Luft reinkommt, aber sie ist dicht genug, dass die Zeitung, die da reinkommt, nicht austrocknet. Als zweites brauchen wir Zeitungen. Hier ist es wichtig, dass es grobes Zeitungspapier ist, nicht das beschichtete, das man häufig kriegt. Grobes Zeitungspapier, wie es die meisten Tageszeitungen verwenden, manche Werbungen oder auch Packpapier. Wenn man öfters mal was online bestellt, fällt Packpapier an. Das kann man dann aufheben und für die Wurmbox verwenden. Und die dritte Zutat sind natürlich Tauwürmer. Die kann man kaufen oder eben, wie gesagt, selber sammeln. So, wenn ihr dann alles habt, geht's los. Als erstes öffnet ihr eure Box. Wie ihr seht, ist meine schon benutzt gewesen, macht aber gar nichts. Dann braucht ihr das Papier und Wasser. Als erstes lege ich ein Blatt Zeitung in die Spüle, damit das Wasser nicht unnötig abläuft. Dann lassen wir Wasser einlaufen. Und geben das geknüllte Papier dazu. So, das reicht fürs Erste. Das Papier ist jetzt komplett durchnässt. So viel Wasser brauchen wir aber gar nicht. Also wieder rausdrücken. Und wie ihr seht, ist aus den vielen Zeitungen ein kleiner Klumpen Papier geworden. Den lockern wir jetzt auf. Ja, vorher erstmal nochmal Wasser raus. Den lockern wir auf. Und das lockere Material dann einfach in die Wurmbox geben. So, wenn dann am Ende genügend Zeitung in der Box ist, lege ich am Schluss immer noch ein ungeknittertes Blatt hinauf. Auch schön feucht. Und passend auch mit zwei Rüsseln drauf. Auf dieses Blatt lege ich dann die Tauwürmer. So, dies hat den Vorteil, wenn wirklich tote Tauwürmer dabei sein sollten, könnt ihr nach 2-3 Stunden eine Kontrolle machen und die Toten entfernen. Weil wenn ihr tote Tauwürmer in der Box habt, dann habt ihr ganz schnell ein großes Problem. Deswegen auch die Box regelmäßig prüfen auf tote Tiere und diese entfernen. Die Box hält, denke ich, 3 bis 4 Monate, dann müsstet ihr die Zeitung austauschen, weil die Würmer sie aufgefressen und zersetzt haben. Einfach Würmer raussuchen, neue Zeitung rein und es geht von vorne los. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Vielleicht baut sich der ein oder andere auch so eine Tauwürmerbox für zu Hause auf. Frische Tauwürmer sind nie verkehrt beim Angeln, ihr wisst es. Und ja, mit der Box hat man immer welche zu Hause.
Danke an Dr. Catch, von dem ich die Idee hatte. Und ich würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo für unseren Kanal freuen. Servus, bis zum nächsten Mal.